Mein Name ist Arne Park und ich habe meine Band mitgebracht. Ja, die sich hier komplett versteckt, die Band. Genau, ne? Die sind, wollen nicht so richtig. Die sind sehr schüchtern. Das hat alles mit einem Solo-Projekt angefangen. Ich habe alleine angefangen, eigene Lieder zu schreiben und irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche unbedingt eine Band um mich rum. Und habe Freunde, die ich in meinem Musikerleben kennengelernt habe, gefragt und so ist diese Band entstanden. Du bist das, was man den Bandleader nennt. Die Band trägt auch deinen Namen, ne? Genau, richtig. Da haben wir jetzt noch mal... Gefällt die Musik? Ja, ne? Sehr gut, super. Hammer, echt der Hammer, doch. Geil. Habt eigene Stücke, das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Genau, das ist immer eine große Spannung, was passiert, wie nimmt das Publikum das auf. Wenn das Publikum AC/DC oder Rolling Stones hören möchte, sind sie bei uns falsch. Wir können das spielen, wir haben alle jahrelang Covermusik gemacht, aber wir wollen es nicht mehr machen. Wir wollen die eigenen Sachen machen, weil wir uns damit auch erhoffen, irgendwann nachhaltig wirklich uns einen Namen erspielen zu können. Ich sehe schon, das wird nachher bei der Beleuchtung schwierig mit dem Hut. Du hast, ja, jetzt kann man auch mal seine Augen sehen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, einem Musiker in die Augen zu schauen. Ja. Und das habt ihr ja hier auch ganz dicht in der Kneipenatmosphäre. Die Leute sitzen quasi mit auf der Bühne. Das ist auch ganz witzig für euch Musiker. Ne? Ja, auf jeden Fall. Man hat immer sofort einen Draht zu den Leuten. Die Leute, die vorne sitzen, haben auch meistens Lust, irgendwie Kontakt zu den Musikern aufzunehmen. Und das ist ganz schön. Man kann Späße machen, man kann ein bisschen shakern, je nachdem, wer da halt gerade sitzt. Ja. Ihr habt zwei Keyboards. Ja. Normalerweise ist es ja so, in der Band ein Keyboarder, der wird schon immer komisch angeguckt. In meinen Keyboarder, Bands nicht. Keyboarder-Witz. So, ihr geht jetzt gleich mit zweien rein. Wie vertragt ihr euch? Sehr gut. Wir sind sehr gut befreundet und wir ergänzen uns gut, weil meine Stücke am Klavier geschrieben werden und ich, wenn ich solo losgehe, als Pianist und Sänger losgehe und der Josef kann sich um alle anderen Sounds kümmern. Der kann Streicher machen, wenn es mal sein muss. Bläser ist ein hervorragender Hammond-Organist. Der hat sogar in Holland Hammond-Orgel studiert. Also das ergänzt sich wunderbar. Ihr seid heute das erste Mal hier in Aurich, in Arnus Hirsch. Genau, das erste Mal. Richtige Premiere miterlebt. Genau, das erste Mal in Aurich, super. Das erste Mal in Arnus Hirsch. Und wenn es nach uns geht, nicht das letzte Mal. Da kommt ein Daumen hoch. Genau wie ich an den Tasten. Ich weiß nie, wie der das alles macht. Ich habe schon mal gemutmaßt, er hat ein paar Finger mehr als ich. Begrüßt, bejubelt den wahnsinnigen, den fantastischen Josef Barnikel. Wer
Ja. Ich glaube, dem Arno gefällt es auch. Den haben wir jetzt heute wirklich mal für die Kamera verdonnert. Arno, herzlichen Dank. Das war Jürgen Wiegmann für Jürgens Musikszene oder Arnos Hirsch, ich weiß nicht. Jedenfalls richtig gute Stimmung und wir hören jetzt noch ein bisschen bei euch rein. Auf Schlagzeug, Michael! Wir müssen ein paar Formalien abarbeiten. Wenn man euch noch mal irgendwo sehen, hören möchte, wie sage ich immer, live in Farbe und 3D, Internetseite, wo habt ihr eure nächsten Gigs? Wir spielen am 8. Dezember in einer akustischen Formation in Ohls Brauhaus in Oldenburg. Das ist ein relativ neu gegründetes Brauhaus und das ist eine ruhige, kuschelige Atmosphäre. Da werden wir also, was man so nennt, Unplugged spielen. Und am 14. Dezember gibt es in Hude großes Bandkonzert, das ist mit großer Bühne, Beleuchtung und allem im Vielstädter Bauernhaus. In perfekter Harmonie, Drum and Bass aus dem vielleicht etwas bekannten kleinen Örtchen Oldenburg, aus der größten Stadt, der größte von uns, am Bass, Mario Engel! So, ich habe einen Kameramann gefunden, und zwar Arno macht heute die Kamera. Das ist richtig schön, deshalb können wir uns heute mal zusammen hier unterhalten. Ines, was machst du hier? Sofort erkannt. Aus dem Adland, aus Eggermühlen, Königreich Bockrad, an der Gitarre, Jörg Küpper!